Morgen zusammen. Heute gibt es wieder ein kleines Harzvideo. Ich stehe hier unterhalb der Mäuseklippen, wo die kurze Wanderung starten wird. Und es geht erstmal grob Richtung Bahnhof. Und dann schaue ich mal weiter. Wettertechnisch könnt ihr euch selber Gedanken machen, wie ich das finde. Aber es ist gerade trocken und das ist ja schon immer die halbe Miete. Und stehen tue ich hier auch ganz gut. Also, wenn ihr mögt, wie immer, bleibt dran. Entlang der alten Schmiede, wo die Töpferei mit dem Kunsthandwerk drin ist, dem Doktorhaus, entlang dieser Holzschnitzerei von Udo Lindenberg, und der Abbildung des Brockens daneben. Aber was auch sehr witzig ist, ist dieses Schild. Parken verboten. Nicht 3 Minuten, nicht 10 Sekunden, nicht mit Parkscheibe. Gar nicht. Und so schön sieht es hier mittlerweile aus, wenn man durch den Wald geht. Es wird wieder ein bisschen grüner. Natürlich immer noch viel Totholz. Aber so die ein oder andere Ecke erholt sich, gerade mit Birke und Ahorn. Teilweise Eiche sieht man hier, wie es neu sprießt. Was auch immer schön ist hier im Harz, die Pferdekutschen. Neben dem Tuten von dieser Eisenbahn. Und der Blick rüber Richtung Mäuseklippen. Mittlerweile haben wir Glück und die Sonne ist ein bisschen rausgekommen. Hier drüben, der Imbiss bereitet schon das Essen für mittags vor. Und man hat so einen kleinen Blick auf den Bahnhof hier von Schirken. Und dort geht es jetzt hoch zu den Klippen. Jetzt mit dem blauen Himmel hier sieht das Ganze auch schon deutlich angenehmer aus, wo man auf den ersten Felsen oder auf die ersten Klippen zugeht. Dort rechts sind ja noch weitere und da kommt gleich auch noch mal ein Schild, wo das ein oder andere erklärt wird. Ja, jetzt bin ich bei dem Schild und da ist dann die Erklärung, dass das hier die Schirker Feuersteinklippe ist. Da, wo ihr jetzt im Grunde drauf schaut. Wir stehen hier am Wahrzeichen des Ortes Schirke, einer Felsenbildung aus Granit. Walter Grosse, 1880 bis 1943, lebte der Gute, schreibt 1929 in seiner Geschichte der Stadt und Grafschaft Wernigerode in ihrem Forst-, Flur- und Straßennamen zur Namensherkunft, dass der Granit hier sehr hart sei und mit dem Stahl Funken gebe. Die Form des Felsens entstand durch die Wollsackverwitterung unter tropischen Klimabedingungen im Tertiär. So viel zur Erklärung. Und hier im Vordergrund ist auch der Wurmberg jetzt einmal schön zu sehen, wo Nebel und Wolken mal gerade vorbeigezogen sind. Und hier sieht man gerade schön, wie die Dampflok jetzt losfährt. Irgendwie passt das hier unheimlich schön hin. Am Feuerstein selber ist jetzt hier nochmal diese Tafel. Hier bei den Feuersteinen hielten sich am 4. September 1784 zu geologischen Forschungen Johann Wolfgang von Goethe und der Maler Georg Melchior Kraus auf. Und die Sonne kommt richtig raus. Daher ist es jetzt doch noch ein
deutlicherer Genuss als vorhin, wo es nur duster war. So richtig gut wird es immer noch nicht, aber der Regen hat zumindest aufgehört oder es nieselt nur mal zwischendurch. Daher alles wunderbar. Und oben wächst im Fels eine Birke. Wenn man jetzt so durch den Wald geht, hört man auch hier die ganze Zeit die Vögel so schön singen. Denn hier so zwischen dem ganzen Totholz ist alles voll mit kleinen Vögeln. Und auch die ein oder anderen Bäume mit roten Früchten. Und dahinter dann wieder so ein schöner Fels. Wir haben gerade festgestellt, dass das oben aussieht, als wenn der Felsen ein Gesicht hätte mit einer riesen Nase. Vielleicht seht ihr das auch so. Ansonsten beeindruckend, wie das so aufgeschichtet ist. So, bis zur Mitte sind wir jetzt ungefähr gekommen. Hier sieht man das so, ein kleines Stück. Dann habe ich wieder Pudding in den Beinen und höre dann auf. Ist nicht sehr hoch, aber irgendwie reicht es. Vielleicht kann man es ein bisschen erkennen daran, dass wir jetzt im Grunde unter dieser Nase sind, die von hier noch mal besser aussieht, finde ich. Jetzt schauen wir mal, ob nach da noch ein Weg ist. Hier noch mal so ein kleiner Schwenk jetzt. Gerade waren wir da, aber da habe ich mich wieder nicht so ganz gut gefühlt, deswegen sind wir ein kleines Stück tiefer. Und hier noch mal so ein kleiner Schwenk, bevor wir wieder runtergehen und am Bahnhof wahrscheinlich was Leckeres essen. Und jetzt noch mal die Einfahrt der Brockenbahn. So als kleinen Abschluss für dieses Video. Auch wenn es das schon mal in einem anderen zu sehen gab, finde ich, dass es jedes Mal wieder sehenswert ist. Und von dem Hupen bin ich natürlich auch immer begeistert. Ja, ich würde sagen, mit den Aufnahmen verabschiede ich mich mal wieder von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.